Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem letzten Hauptrundenspiel der Saison 2014-15. Die wunderbare Düsseldorf AG besiegt die Schwenninger Waldwings mit 4:0 vor 7.562 Zuschauern. Die anderen Ergebnisse: Mannheim besiegt Nürnberg 3:1, München schlägt Köln 4:2, Berlin unterliegt doch noch Iserlohn 2:3, Ingolstadt schlägt Hamburg 9:0, Krefeld unterliegt Wolfsburg 1:2 und Straubing Augsburg 0:1. Das ergibt in der Tabelle, dass die DEG den 5. Tabellenplatz innehat und im Viertelfinale auf die Hamburg Freezers trifft. Die Termine sind der 11., der 13., der 15. oder 17. März. Die Heimspiele in Düsseldorf am 13. und am 17. sollten weitere Spiele nötig werden, wären die am 20., 22. und 24. März. Zu meiner rechten Gästetrainer Dave Chambers, zu meiner linken Christoph Kreuzer, der Gästetrainer. Ja, yeah, sorry for the English, my French is not good. Yeah, I thought we had a poor start, obviously penalty right in the first 15 seconds, cut down 1-0. I didn't think we played well the first half of the first period. Thought we played well in the second period. It was 1-0 going into the third, and then they got a couple of goals, and you know, we did not have a good finish. Congratulations to Düsseldorf, especially their improvement this year and in the playoffs. And we had a good game on Friday. We beat Munich 4-0. Everybody played really well, but today we were not as good today. But having said that, Düsseldorf played well. Ich fasse kurz zusammen. Er hat gesagt, er wäre ein bisschen unglücklich gewesen über den schlechten Start seiner Mannschaft, über die frühe Strafe, das frühe Gegentor. Danach hätte sein Team eigentlich ganz gut gespielt, auch im zweiten Drittel, aber dann am Ende eben ein paar Tore gefangen und so das Spiel verloren. Und deshalb Gratulation an die DEG für eine gute Leistung, eine gute Verbesserung in dieser Saison. Seine Mannschaft hätte am Freitag München mit einer starken Leistung besiegt, aber das heute nicht hätte wiederholen können. Vielen Dank dafür. Christoph Kreuzer. Ja, ich denke nicht nur ich, sondern auch die Mannschaft und ich denke auch alle Fans sind sehr glücklich, dass wir das Unglaubliche geschafft haben, dass wir uns direkt für die Playoffs qualifiziert haben, sprich um die ersten sechs zu kommen. Das hat, denke ich mal, nicht der kühnste Optimist geglaubt vor der Saison, zu Beginn der Saison. Aber wir haben sehr schwer gestartet in die Saison. Wir mussten uns ein bisschen reinfinden, kamen aber immer besser zurecht und innerhalb der Mannschaft hat es die ganze Saison gestimmt und wir haben uns immer weiterentwickelt. Junge, erfahrene Spieler sind immer mehr zusammengewachsen. Das war sehr, sehr wichtig, gerade in den harten Phasen, wo wir auch mehrere Ausfälle hatten. Das macht unser Team aus und heute das Spiel war schon ein Geduldsspiel. Wir sind zwar gut gestartet mit dem 1-0, aber man hat dann hinterher gemerkt und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass hier, auch wenn Schwenning letzter ist, dass hier nicht hinkommt und das Spiel abschenkt, sondern alles versucht. Das war sehr, sehr gut. Respekt an die Spieler, an die Jungs, dass sie das gemacht haben, weil das gehört zum Sport dazu. Wir haben da auch ein paar schwierige Situationen mal gehabt und muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ganz hervorragende Saves auch vom Luki Lang. Das war sehr, sehr wichtig, auch in dieser Phase. Und so ja, haben wir wirklich, ist bei uns jeder Spieler sehr, sehr wichtig. Und wie wichtig das ist, dass man einander vertraut und sich auch nicht auf andere verlässt, das sieht man auch an den Ergebnissen heute, weil hätten wir hier nicht den einen Punkt geholt, wir haben sogar drei geholt, aber dann wären wir nicht in den Playoffs gewesen. Deshalb ist nur können wir uns nur auf uns selber verlassen. Und das ist sehr gut, das macht die Mannschaft, die verlässt sich, jeder der andere auf den anderen. Wir arbeiten hart dafür, für alle beide Seiten, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Das brauchen wir jetzt bei den Playoffs und ich hoffe auf eine große Unterstützung von den Fans hier in Düsseldorf. Ja, unterstützt uns und wir werden es nicht bereuen, wenn ihr zum Spiel kommt. Danke. Gibt es Fragen bei der Trainer? Unfassbar, dass so ein Tag von Thomas Schulz versäumt wird. Keine Frage. Dann den gestern eine gute Heimfahrt und wir sehen uns hier wieder am Freitag, dem 13. gegen die Hamburg Freezers. Schönen Abend noch. Tschüss.